Julia Reuschenbach begrüße ich von der Universität in Bonn, Politikwissenschaftlerin. Schönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Ja, wir haben jetzt eine sehr lange, sehr ausführliche und sehr differenzierte Pressekonferenz gehört von zwei Ministerpräsidenten bzw. dem ersten Bürgermeister von Hamburg und Markus Söder und der Kanzlerin. Und man hatte insgesamt so den Eindruck, das war eine Pressekonferenz, der ja im Grunde Darstellung des Bollwerks gegen alle Forderungen, doch ein bisschen lockerer mit all dem umzugehen, was wir in den vergangenen Wochen erlebt haben an Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Ja, also es war sicherlich eine Pressekonferenz, die erwartbar war in der Kombination, nämlich dass es wenig konkrete Beschlüsse gibt, dass nur einzelne kleine Bereiche geregelt werden und man in den großen Fragen Sport, Kitas, Schulen tatsächlich jetzt auf den Termin in der nächsten Woche verweist. Aber es waren eben auch in allen drei Statements, sowohl der Bundeskanzlerin als auch der beiden Ministerpräsidenten, deutliche Untertöne hörbar, die nochmal gemahnt haben, die auch deutliche Signale ausgesendet haben. Wenn wir beispielsweise auf die Gastronomie schauen, auch auf die Automobilindustrie, also die Hinweise zu sagen, da ist nicht erwartbar, dass nächste Woche schon konkrete Beschlüsse kommen, sondern das wird noch länger dauern, dann hat man schon gemerkt, dass man weiter mit angezogener Handbremse unterwegs ist. Und ich würde auch sagen, sehr eindrucksvoll war heute noch mal das Plädoyer dafür, dass sich Politik momentan eben von Expertinnen und Experten beraten lässt, dass sie auf Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Forschung angewiesen ist. Und gerade heute haben wir ja auch ein schönes Beispiel dafür bekommen, dass beispielsweise mit der Studie des Berliner Virologen Christian Drosten zur Frage nach der Übertragungs- und Viruslast bei Kindern eben durchaus auch gerade jetzt jüngst erst neue Fakten und Datenlagen entstehen, die zum Beispiel für solche Themen wie Kitas und Schulen dann eben ganz große Relevanz haben werden. Frau Roschenbach, ich glaube, wir haben selten die Kanzlerin gehört, die so vehement und so emotional erklärt hat, warum man nicht auf eine einzelne Zahl, auf eine einzelne Theorie setzen kann, sondern weil die Wissenschaft eigentlich von Schritt zu Schritt geht, auch immer wieder gucken muss, was ist jetzt das wirklich Wichtige, was können wir daraus lernen. Sie hat ja minutenlang als Naturwissenschaftlerin, als Gelernte dargestellt, warum wir nicht auf die berühmte R-Zahl nur gucken sollen, sondern weil wir auch gucken müssen auf die Krankenhausbetten und auf viele andere Faktoren. Das war schon sehr bemerkenswert. Ja, auf jeden Fall. Also das war eindrucksvoll und auch mit solcher Emotionalität und mit solchem Engagement erleben wir sie ja in normalen Pressestatements dann doch eher selten. Ich glaube, momentan merken wir einfach zwei Dinge. Zum einen, dass Politik sich mehr erklären muss, dass wir also in einer Situation sind, die ja für alle neu ist und deshalb erfordert das vielleicht mehr als sonst. Politik, Markus Söder hat es genannt, Transparenz schaffen, also Prozesse erklären, Entscheidungen begründen muss und dass auch mehr von der Öffentlichkeit eingefordert wird, weil eben alle Betroffene dieser gegenwärtigen Situation sind. Und zum anderen hat sie aber natürlich in dem Moment, das konnte man dann schon doch raushören, auch als Wissenschaftlerin gesprochen. Und was wir ja in den letzten Wochen gemerkt haben, ist, dass Wissenschaft einfach und Wissenschaftskommunikation in unserer Gesellschaft momentan einen wesentlich höheren Stellenwert bekommt, als wir das zuvor erlebt haben. Und ich glaube, da haben wir mit einer Naturwissenschaftlerin als Bundeskanzlerin tatsächlich das Privileg, dass sie in einer solchen Situation wie der Pressekonferenz eben im Grunde in beiden Funktionen agiert, nämlich indem sie Politik und auch wissenschaftliches Vorgehen und auch die im Grunde das Aushalten zu müssen, dass nicht immer sofort alle Erkenntnisse auf dem Tisch liegen, dass sich Fragestellungen weiterentwickeln, dass sich Befunde verändern können, dass sie das erklärt und damit eben für beide Kanäle, also für Politik und Wissenschaft, Kommunikationsarbeit leistet. Wir müssen auf zwei Punkte noch eingehen. Ein Punkt, der ganz wichtig ist im Augenblick, ist, dass der Druck aus der Wirtschaft verständlicherweise immer stärker wird, bestimmte Regelungen ein bisschen zu lockern. Das geht dann eben bis zu der Frage nach den Gaststätten, warum man die nicht zumindest in den öffentlichen Bereichen wieder eröffnen kann und damit auch
eine Perspektive für Gaststätten und Hotels eröffnen kann. Da hat Markus Söder einen besonderen Satz gesagt. Er hat gesagt, Besonnenheit statt Lobbyismus. Das war auch eine Verteidigung oder eine Verteidigungsrede dafür, auf diesem Weg jetzt erst einmal weiterzugehen und erst dann das zuzulassen, wenn der wenn die Erkenntnisse wirklich so sind, dass man sagen kann, jetzt kann man das auch machen, also nicht dem Druck nachzugeben. Ja, unbedingt. Und er hat damit eben auch darauf hingewiesen, und die Bundeskanzlerin hat es dann nochmal illustriert, am Beispiel der Frage, wer sitzt dann in einem Lokal möglicherweise 2 Meter voneinander entfernt, denn dann an einem Tisch? Dass eben ganz viele Fragen unklar sind und dass schlussendlich der Maßstab, den das politische Handeln momentan bestimmt, die Tatsache ist eben diese drei elementaren Dinge, nämlich Abstand, Hygiene und auch die Disziplin, das durchzuhalten, momentan leitend sind. Und er hat sich, würde ich sagen, ein Stück weit verwehrt gegenüber diesen vehementen Lobbyaktivitäten, die natürlich verständlicherweise aus verschiedenen Bereichen stattgefunden haben. Er hat eingefordert die Akzeptanz für dieses schrittweise Vorgehen. Er hat im Grunde Geduld eingefordert. Aber man muss fairerweise jetzt auch dazu sagen, wenn man sich Markus Söders spezielle Rolle in Bayern anschaut, dann hat er natürlich an anderer Stelle, beispielsweise bei der Automobilindustrie, natürlich auch Signale gesendet, dass da Gespräche stattfinden, dass man proaktiv unterwegs ist. Also er ist natürlich auch schlussendlich Ministerpräsident eines Landes mit spezifischen Interessen. Das darf an der Stelle natürlich trotz allem Bemühen um Besonnenheit oder der Betonung von Besonnenheit dann nicht unter den Tisch fallen.